Hey Leute, hier ist Dirk von One Life Baby und im heutigen Video möchte ich euch eine Methode näher bringen, die mir geholfen hat, mich weit aus meiner Komfortzone rauszubewegen und mich meinen Ängsten zu stellen und trotzdem die Schritte zu gehen, die nötig sind, obwohl ich von Angst erfüllt war und jede Faser in meinem Körper sich gegen diese Aktion gewehrt hat. Hey Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute möchte ich mit euch was sehr, sehr, sehr Intimes teilen, aber mir ist es besonders wichtig, die regelmäßig einschalten, wissen das, dass es wirklich darum geht, authentisch zu sein und wirklich mit euch zu teilen, was wirklich auch bei mir abgeht, sodass ich nicht irgendwie tue, hey Mann, ich hab's alles raus, ich weiß, wie der Scheiß funktioniert und bin makellos oder so. Weil wir sind Menschen, wir haben alle unsere Schwächen und Schwierigkeiten und ich glaube, dass ihr viel mehr davon profitieren könnt, wenn ich zum Beispiel aktuelle Hürden und Hindernisse, mit denen ich zu dealen habe, mit euch teile, weil es viel geiler ist, meiner Meinung nach. Ich hätte mir so oft gewünscht, dass ich mal von jemandem einen Live-Mitschnitt gesehen hätte, aus der Zeit, wo er gestrauchelt hat, anstatt dann immer nur zu hören, ah ja, ey, damals, da war ich auch noch schüchtern und nicht selbstbewusst oder so und dann habe ich XY-Schritte gemacht und seitdem geht es mir viel besser. Ich finde, deswegen muss dieses Video hier entstehen. Und zwar geht es um Folgendes. Wie ihr vielleicht schon wisst, habe ich einen Workshop kreiert, der sich um das Thema Ängste und Selbstzweifel-Crushen dreht. Den verlinke ich euch nochmal. Der findet am 30.01.2016 in Berlin statt. Wenn ihr da Bock habt, dann seid ihr herzlich eingeladen, euch das mal alles näher anzuschauen. Und genau bei der Vorbereitung für diesen Workshop, als ich die Verkaufsseite oder die Beschreibung von dem Kurs online hauen wollte und das Video dafür abdrehen wollte, haben mich mega Ängste heimgesucht. Und jede Faser in meinem Körper hat sich förmlich dagegen gewehrt, dass ich mich ransetze und ins Tun komme. Ich habe es wirklich versucht, mit allen Mitteln aufzuschieben und mich dagegen zu wehren. Und jetzt werdet ihr euch sicherlich gerade fragen, wie? Du willst einen Workshop leiten und dafür Kohle kassieren, zum Thema Ängste und Selbstzweifel crushen und dann bist du selber an dem Punkt, müsstest du das nicht alles gelöst haben für dich, damit du überhaupt so einen Workshop geben dürftest? Und die Antwort ist nein, muss ich nicht, denn auch wenn der Titel glauben lässt, dass wir die Ängste crushen, es ist nicht möglich. Ängste werden immer einen Teil in unserem Leben spielen. Gerade für uns, die mehr im Leben kreieren wollen, die ein erfüllenderes und reicheres und lebendigeres Leben für sich kreieren wollen, da ist es immer wieder notwendig, dass wir unsere Komfortzone verlassen und uns diesen Ängsten stellen. Wir können sie nicht loswerden, weil es immer wieder eine neue erweitert. Die Komfortzone wird größer, aber da gibt es immer eine Grenze, wo wir noch weiter uns rauswagen können. Wäre auch langweilig, wenn nicht. Deswegen gibt es nur einen Weg, mit diesem Scheiß umzugehen. Und das ist, indem wir lernen, besser mit den Ängsten klarzukommen. Wie können wir trotz der Ängste den Schritt nach vorne gehen? Und das möchte ich mit euch teilen. So, und die Methode, die mir besonders gut geholfen hat in diesem Fall, war folgende. Wenn ich mich an die Arbeit gemacht habe, um für den Workshop alles vorzubereiten und dann diese negativen Gedanken aufkommen, dann habe ich mich daran erinnert, dass Scheißfragen Scheißantworten liefern. Was hat das zu bedeuten? Das Ganze habe ich von Tony Robbins mal irgendwann gelernt und es sagt nichts anderes aus, dass wenn du da sitzt, in meinem Fall habe ich da gesessen und habe mir Fragen gestellt wie, oh Mann, was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn ich nicht gut genug dafür bin, was ist, wenn ich damit auf die Nase falle, was ist, wenn sich keiner anmeldet oder so, was ist, wenn ich mich blamiere oder weiß ich irgendwas. Mit diesen Fragen habe ich mich zuerst an die Arbeit gesetzt und das sind alles Scheißfragen und die Antworten auf Scheißfragen sind Scheißantworten. Natürlich bekomme ich dann Antworten wie, dass sich die Emotionen wie Angst breit machen oder dass ich dann, wenn ich mich frage, was ist, wenn es nicht klappt, wie soll da was Positives bei rauskommen? Es ist zwingend notwendig, dass ich also meinen Fokus nicht auf die Dinge richte, die alle schief gehen könnten, sondern dass ich den Fokus auf positive Dinge richte.
Warum ist das so wichtig? Wir machen mal ein kleines Experiment. Und zwar, macht mal bitte, schaut mal da, wo ihr jetzt gerade sitzt, in eurem Raum, um euch rum. Und ihr habt jetzt 5 Sekunden Zeit, um so viel wie möglich rote Dinge im Raum zu finden. Ab jetzt. Okay, stopp. So, wie viel rote Dinge habt ihr in eurem Raum entdeckt? Habt ihr die Zahl im Kopf? Jetzt macht die Augen zu. Und jetzt sagt mir, wie viele Dinge in eurem Raum sind grün? Ja, so, jetzt werdet ihr ordentlich feiern. Das ist eine ziemlich geile Übung, die das Ganze verdeutlichen soll, dass wenn wir die Frage stellen, in dem Moment ist die Frage, was ist alles rot in meinem Raum? Und dann fokussieren wir auf rot und wir entdecken überall im Raum rote Dinge. Und wir werden vielleicht sogar einen Braun, so einen Kastanienbraun, noch als rot deuten, um noch eins mehr zu haben. Wir finden überall mögliche Lösungen, überall Antworten, hier ist was Rotes, hier ist was Rotes, hier ist was Rotes. Aber mit dieser Frage sehen wir null Dinge drumherum. Wir fokussieren uns voll auf das Rot und nicht auf das Grün. Und das Grün steht in dem Moment halt sinnbildlich für die positiven Dinge, die ich in dem Workshop vielleicht rausholen könnte. Wenn ich also habe ich jetzt wieder zurück zu meinem Beispiel, was habe ich getan, um besser mit meinen Ängsten umgehen zu können? Ich habe angefangen, mir bessere Fragen zu stellen. Fragen wie, was ist, wenn es klappt? Was ist, wenn da draußen ganz viele Menschen sind, die meine Hilfe mit Kusshand entgegennehmen? Was ist, wenn ich großartige Hilfe leisten kann? Was ist, wenn es einfach mal megamäßig rockt? Was kann ich tun, um sicherzustellen, dass dieses Event das großartigste Event ist, was die Leute jemals besucht haben? Das sind richtig gute Fragen und die führen zu richtig guten Antworten. Also, das ist eine Methode, wie wir mit unseren Ängsten umgehen können. Für mich hat sie dahin geführt, dass ich peu à peu dahin gekommen bin, mich trotz meiner Ängste ranzusetzen, und mittlerweile ist das Ding draußen. Und wenn ihr mehr darüber lernen wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen, diesen Workshop zu besuchen. Was ist das Kernthema für dieses Video? Einmal, ihr könnt eure Angst nicht loswerden. Es gibt kein Mittel, um die Angst wirklich loszuwerden. Die wird immer latent in irgendeiner Weise da sein. Und das andere ist, Scheißfragen bringen Scheißantworten. Achte darauf, worauf du fokussierst. Wenn du auf negative Dinge dich fokussierst, wirst du auch negative Antworten bekommen. Ich hoffe, das war hilfreich. Lasst mir mal einen Kommentar da, was ihr für Methoden habt, um mit euren Ängsten besser umzugehen. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Haut rein, bis bald. Peace.